Ja. Da steht zum Beispiel drinnen, ganz Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von Sitten und Traditionen. Ich nehme mal an, sowas wie Handgeben würde darunter fallen. Und Sie sagen, Worte alleine reichen nicht, man muss das auch durchsetzen. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel. Also jemand, der dann einer Frau die Hand nicht gibt, was passiert mit dem? Sie haben gesagt im Interview über die 10 Punkte von Demisier, in letzter Konsequenz muss der das Land verlassen. Gilt das auch in diesem Beispiel? Nein, das habe ich ja auch klar gesagt. Das ist etwas, was der Staat nicht von jedem erzwingen kann. Aber wir müssen diese Differenzierung wahrnehmen und dann sagen, ja schon, dass zum Beispiel, darüber haben wir neulich schon Diskussionen geführt, zum Beispiel kann Arbeitgeber sagen, nee, in meinem Betrieb wird kein Kopftuch getragen und ähnliches mehr. Mhm. Ja, darüber finden doch Debatten statt. Gut. Wir wollen niemand das Kopftuch tragen verbieten, aber wir müssen die Grenzen sehen, wo entsprechend die Frage ist, muss dieser Arbeitgeber das Zusammenleben von solchen Dingen geprägt ist. Und wo eben dann zum Beispiel ein Arbeitgeber, der sagt, jemand, der einer Frau keine Hand gibt, kann ich in meiner Firma nicht brauchen, muss man einfach sagen, das ist in Ordnung, weil das nämlich dem normalen Zusammenleben bei uns entspricht. Und übrigens, ein typisches Thema, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ist es. Aber weder derjenige, der die Hand gibt, ist sofort der Terrorist, noch der Arbeitgeber ist ein, weder der ist Terrorist, noch der Arbeitgeber ist sofort ein Rechtsextremist. Ich war vor 3 Wochen in New York. Ich habe orthodoxe Juden getroffen. In einem Koscher-Restaurant. Ich habe dem Mann die Hand ausgestreckt. Er hat sie mir nicht erwidert. Er hat seine Hand auf die Brust gelegt und hat sich gebeugt. Mir war das so unangenehm, dass ich das wieder vom Mikrofon wegnehmen. Mir war das so unangenehm, weil ich dachte, wie unsensibel von mir. Das habe ich nicht als Zeichen von Respektlosigkeit gesehen. Wenn jetzt ein junger orthodoxer Jude sich in einem Unternehmen vielleicht einer Frau nicht die Hand gibt, was machen Sie mit dem? Ich glaube, ich finde es auch schöner, wenn wir uns die Hand geben. Aber ich finde, wir sollten jetzt nicht krampfhaft das definieren als etwas, was Integration ausmacht oder nicht ausmacht. Das darf nicht das Integrationszeichen sein. Das ist wichtig. Und wenn wir uns wieder mit diesen Forderungen auseinandersetzen, er sagt ja Toleranz für verschiedene Lebensentwürfe. Ne? Und ein Lebensentwurf ist es vielleicht, ein konservatives, religiöses Dasein zu pflegen. Und auch das müssen wir tolerieren. Es gibt das Grundgesetz und dieses Grundgesetz ist wunderbar. Und wenn man sich daran hält, dann ist das auch in Ordnung. Dann müssen wir sowohl den Lebensentwurf eines orthodoxen Juden akzeptieren, wie auch den Lebensentwurf einer konservativen Frau oder eines konservativen Mannes. Das gehört zu Deutschland auch dazu. Diese Toleranz gehört dazu und diese Toleranz muss ich dann auch von jedem erwarten. Es ist tatsächlich so, dass diese 10 Punkte, und jetzt habe ich es lang genug versucht, sie von der Islamdebatte fernzuhalten, sowohl Lassen Herr Hamann als auch Herr Jörges als auch Frau Schäbli kommen sowieso dahin. Und mal ernsthaft, die meisten, die dieses Papier gelesen haben in einer Sonntagszeitung, haben natürlich die Überschrift gesehen, weil das ist der Satz, der wahrscheinlich am plakativsten formuliert wurde von Lothar de Maizière und von Thomas de Maizière und der eben auch den Vorwurf einbrachte, das ist überhaupt gar kein Integrationspapier, das ist ein Anti-Islam-Papier. Die zwei Sachen passen gar nicht zusammen. Ja. Frau Kelle, es gab eine Reaktion von Frau Schäbli, das war online, das ist gefährliche Stimmungsmacht gegen Muslime. Kann sie da recht haben? Ich würde noch mal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, dass man Dinge zur Diskussion stellt und sagt, wir definieren etwas, was wir gut finden und was wir schlecht finden, ist nicht Stimmungsmache, sondern ist erstmal ein Standpunkt. Okay. Und Toleranz ist ja immer auch keine Einbahnstraße, sondern etwas, was ja von beiden Seiten entgegengebracht werden muss. Und Burka ist natürlich ein Aufregerthema oder sagen wir mal, es steht ja sozusagen exemplarisch für eine Auseinandersetzung mit der Frage eben, inwieweit wollen wir in unserem Gesellschaftsbild sozusagen den Islam zulassen oder nicht? Und ist Burka etwas, womit wir uns anfreunden wollen, wo wir sagen, ist halt so? Oder ist das genau die Grenze, bei der wir sagen, nein, das ist eigentlich nicht mehr das? Also bei Kopftuch sind ja viele Leute, auch ich bin der Meinung, dass Kopftuch völlig in Ordnung ist, es sei denn zum Beispiel bei hoheitlichen Ämtern oder so. Da finde ich, da gehört das nicht hin. Aber Burka finde ich, ist in der Tat sozusagen für mich ein Symbol auch der Unterdrückung der Frau. Etwas, was ich in unserer Gesellschaft nicht dulden möchte. Ich möchte nicht, dass das einreißt. Ich möchte nicht, dass wir sozusagen hinnehmen, dass hier Frauen komplett verschleiert werden und dass wir sagen, oh, das ist okay, das ist Kultur, das müssen wir Verständnis haben. Ich möchte dafür kein Verständnis haben, sondern ich möchte gerne, dass diejenigen, die hierher kommen, und zwar unabhängig, zu welcher Religion sie gehören,
eben akzeptieren, dass man sagt, bei uns ist das nicht so. Aber und Frau Burka. Die Burka ist auch, wir sagen, ja. Es ist, ich wollen ich wir weiß, Frau Schäbli fragen? Gleich noch einen Satz. Ich finde auch, der Minister hat nicht Unrecht in dem, dass man sagt, bei uns, wir zeigen Gesicht. Ja, wir zeigen Gesicht. Wir haben auch ein Vermummungsverbot. Das ist doch völlig unstreitig. Nein, das ist nicht unstreitig. Wir haben im deutschen Fernsehen auch Talksendungen gehabt, wo eine vollverschleierte Frau gesessen ist. Ja, die ist ja aus der Schweiz eingeflogen worden. Ja, aber warum macht man das? Weil es ein paar Verrückte immer gibt, um die Leute zu erschrecken. Aber die Frage ist doch, wollen wir das? Wollen wir uns daran gewöhnen? Wollen wir uns daran gewöhnen, dass die Burka zu unserem Straßenbild gehört? Und da sage ich ganz klar, nein. Frau Schäbli ist wahrscheinlich die einzige bekennende Muslime in dieser Runde. Ihre Schwestern, ihre Mutter tragen Kopftuch. Sie sind ja auch nicht Burka. Also, was ist gegen diesen Satz einzuwenden? Nehmen wir es mal so. Nein, also ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal eine Frau mit Burka in Deutschland gesehen hat. Ich habe noch keine. Aber also mit Burka oder reden wir über Niqab? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich sehe auch welche, die Niqab tragen, aber das sind denn Frauen aus dem Golf, die mit Chanel und Gucci-Taschen am Kudamm rumflanieren. Also ich habe jetzt noch, ich habe keine gesehen mit einer Burka. Burka muss aber man sagen, ich finde, das ist deswegen Totalverhüllung aus Afghanistan mit einem Gitter davor in der Farbe. Habe ich in Deutschland noch nicht gesehen, aber wir reden über Niqab und von daher, natürlich sind wir als Deutschland nicht Burka. Natürlich sind wir als Deutschland weder Niqab noch Burka. Ich finde auch, das gehört nicht in mein Weltbild und das gehört nicht zu Deutschland. Nein, aber was ich Dümmesir vorwerfe ist, und deswegen spreche ich von Stimmungsmache, er weiß ganz genau, welcher Film sich in den Köpfen eines großen Teils der Deutschen abspielt, wenn sie Burka hören. Weil die hören Burka und denken an Muslime wie mich und viele andere. Die denken nämlich nicht an die Frau mit Kopftuch oder an eine liberale Frau Muslima, sondern die denken, Burka ist gleich Islam, ist gleich rückwärtsgewandt, ist gleich nicht integriert. Das werfe ich ihm vor und er weiß das natürlich. Er ist ein gewiefter Politiker. Er weiß, was so ein Schlagwort, wozu so ein Schlagwort, zu welchen Diskussionen so ein Schlagwort führt. Und das werfe ich ihm vor. Und deswegen ist das bewusste Stimmungsmache gegen Burka ist in Deutschland vollkommen irrelevant. Vollkommen irrelevant. Aber sie eignet sich so, bis auf einen Ort, auf den komme ich gleich. Die ist deshalb besonders spannend, weil man damit die ganzen Muslime brandmarken kann, als seien die Muslime sozusagen potenzielle Burka-Träger. Das ist aber eine kleine Minderheit in bestimmten Ländern. Und auch dort nur Minderheiten. So, aber hier nicht, mit Ausnahme Münchens. In München, in der Leopoldstraße, Maximilianstraße, in den teuren Läden sind sehr viele reiche Araber unterwegs, die dort sich medizinisch behandeln lassen oder deren Frauen dort einkaufen, in den Boutiquen. Mehrere Versuche der CSU, die seit Jahren auf Parteitagen über das Thema diskutiert, das zu verbieten, da gibt es auch Beschlüsse auf CSU-Parteitagen. Frau Aigner, die Wirtschaftsministerin. Aber die bringen doch Geld rein. Stopp mal. Frau Aigner hat ausdrücklich auf dem Parteitag dafür geworben, für das Burka-Verbot. Da ist die Geschäftswelt in München gegen sie aufgestanden und hat gesagt, da gehen uns die ganzen Kundinnen verloren. Also der Ort, wo am meisten Burka-Trägerinnen unterwegs sind, ist ihre Hauptstadt, Herr Herrmann. Und die lebt trotzdem gut und ist eine liberale Hauptstadt. Weil die kommen aus anderen Ländern, die wollen gar nicht hierbleiben, die fliegen wieder zurück, aber die haben hier Umsatz gemacht. Und an anderen Orten sind sie komplett irrelevant. So. Und dieses Bild zu gebrauchen, in diesem Papier, zeigt die Absicht. Ja. Es ist ein Wahlkampfpapier, um rechte Wähler zu fangen. So, Herr Herrmann, tatsächlich ist es ja so, entscheidend ist, ich habe in München nicht auf der Straße verboten. Warum eigentlich nicht? Nein, das sehe ich auch in unserer freiheitlichen Verfassung keine Grundlage dazu. Ich sage aber gleich mal, wo wir sie verbieten. Und wir haben jetzt ein konkretes Gesetz im Landtag eingebracht. Mir ist wichtig zunächst einmal, wer diese Sätze als Generalangriff auf Muslime uminterpretiert, was sie nicht sind, der tut weder der Integration noch der vernünftigen Debatte irgendeinen Gefallen. Wir haben Hunderttausende, Millionen von Menschen in unserem Land, die aus dem Ausland kamen und längst gut integriert sind. Viele, viele, die perfekt integriert sind. So. Aber es gibt immer auch leider einen kleinen Teil, der das nicht ist. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Ich bin als Innenminister mit der Polizei auch ständig mit Straftätern beschäftigt. Keiner behauptet, wenn ich über das Strafgesetzbuch diskutiere, dass deswegen typischerweise alle deutschen Straftäter seien. Trotzdem muss ich mich mit der kleinen Minderheit, die was Böses anstellt, muss ich mich beschäftigen und für die Spielregeln haben. So. Und jetzt sage ich Ihnen in der Tat, wenn wir über
Vollgesichtsverschleierung reden, ob Niqab oder Burka, dann sage ich, das ist in der Tat zum Beispiel mit der Art, wie wir normal miteinander umgehen, nicht vereinbar. Das deshalb sagen wir, rein. Ja, deshalb sage ich ja? Ihnen, im öffentlichen Dienst verbieten wir das. Mhm. Und ja, ich habe das vor allen Dingen zum Anlass genommen, ein Gesetz im Bayerischen Landtag einzubringen, nachdem es im vergangenen Jahr in Niedersachsen den Fall gab, dass da eine Schülerin gesagt hat, sie möchte mit Vollgesichtsverschleierung am Unterricht teilnehmen. Und dann hat die rot-grüne Mehrheit im Niedersächsischen Landtag erklärt, auf eine Petition hin, das darf sie. Und da haben wir in der Tat jetzt im Bayerischen Landtag gesagt, da werden wir von Anfang an ein Zeichen setzen, dass es das bei uns zu nicht Recht. Geben wird. Denn Sie's. Ein Unterricht in einer deutschen Schule, wo die Lehrerin der Schülerin nicht in die Augen sehen kann, das ist mit unserer Art, wie wir miteinander umgehen, völlig unvereinbar. Gut. Und deshalb wird es jetzt in Bayern ein Gesetz geben, in dem von vornherein, auch wenn wir in Bayern bislang keinen solchen Fall hatten, wo wir von vornherein klar machen, das wird es bei uns nicht geben. Aber Bayern ist auch wiederum sehr liberal. Darf ich das noch sagen? Bayern ist auch sehr liberal. Liberalmuslimen gegenüber. Wenn Sie in Luxushotels sind, wird Ihnen nämlich dort ein Kompass angeboten, damit Sie wissen, in welche Richtung Mekka liegt, damit Sie beten können. Das gehört zum Service in München. Das ist die Sache eines Hoteliers und es ist keinem Hotelier verboten, einen Kompass auch Leitkollegen. Also es ist ja auch üblich, dass viele Hoteliers nach wie vor eine Bibel in den Nachtkästchen legen. Das ist genauso okay. Wie verträgt sich denn, wenn man sagt, Deutschland ist ein tolerantes Land, das dann mit Kleidervorschriften, ist das dann noch Leitkultur, die Toleranz, oder ist eben die Freiheit des Einzelnen am Ende dann stärker, Frau Schäbli? Also ich finde, das eine hat wenig mit Leitkultur zu tun. Dass man sein Gesicht zeigt, wenn man in ein Amt geht. Übrigens, wenn Sie in Saudi-Arabien gehen, wenn Sie in Saudi-Arabien sind, wo alle Frauen ja diese Verschleierung tragen, wenn Sie in ein Amt gehen, dann müssen Sie sich auch entschleiern. Also auch aus Sicherheitsgründen, weil das ist natürlich gefährlich, wenn man nicht weiß, wer hinter diesem Schleier steckt. Deswegen, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, ich finde das auch richtig. Aber das hat doch nichts mit Leitkultur zu tun, sondern das ist etwas, wir haben das Grundgesetz. Und das Grund, wenn man sich an das Grundgesetz hält, glaube ich, können wir als demokratische Gesellschaft wunderbar zusammenleben und vor allem auch nach vorne blicken. Wissen Sie, was mich an dieser Debatte stört, ist, dass wir einen Backlash erleben eigentlich, weil Integration ist in Deutschland so viel weiter. Wir sind nicht mehr in dem Leitbild von Rückkehrprämien à la Kohl oder wir sind nicht mehr in den 90er Jahren von Multikulti. Auch das ist schön, aber letztendlich haben wir gemerkt, wir brauchen Regeln. Wir sind so viel weiter und das, was wir, was de Maizière hier diskutiert, ist eigentlich etwas, was wir schon längst überwunden haben. Ich möchte gar nicht Integrationsprobleme, die es gibt, schönreden. Es gibt sie. Es gibt sie, aber es gibt sie nicht nur unter Migranten. Wenn, ich glaube nicht, dass wir über den Anstieg rechter Gewalt und Rechte, die Integration, die wir brauchen, um Rechte wieder in unsere Gesellschaft zurückzuführen. Auch da brauche ich Integration übrigens. Ja. Ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir alle gemeinsam tragen müssen. Und ich als Sozialdemokratin sage, am Ende geht es darum, dass alle, die hier leben, einen gleichberechtigten Zugang haben, diese Gesellschaft mitzugestalten. Ja, das ist sehr gut. Aber lassen Sie mich bitte nochmal auf das konkrete Beispiel zurückkommen, mit Verlaub. Wie ich das gerade mit dem Beispiel der Schülerin aus Niedersachsen erklärt habe und gesagt habe, das verbieten wir in Bayern, dass in Schulen Gesichtsverschleierungen, habe ich sie